Hallo und herzlich willkommen zurück bei dem Brunnen vom Kingdom End DLC. Und ja, Unbekanntes Objekt. wir sind jetzt hier auf dem Weg und suchen das Sprungtor in die Heimat der Dunkelheit. Und wir haben es Erreiche gefunden. System, Heimat der Dunkelheit. Heimat der Dunkelheit. Unseren Archiven zufolge gab es etwa hier im Sprungtor-Netzwerk einst eine Xenon-Präsenz. Ich frage mich, was aus ihnen geworden ist. Tatsächlich? Dann haben wir ja Glück, dass unsere Systeme nicht direkt mit einer Xenon-Hochburg verbunden waren. Angesichts des Zustands unseres Militärs hätten wir auf keinen Fall überlebt. Versuchen Sie nun, das inaktive Sprungtor in diesem System zu lokalisieren. Aber sei vorsichtig. Sei sehr vorsichtig beim Navigieren. Wir müssen unser Wort halten und die Ka'ak meiden. Du musst dich auch vor den anderen Gefahren in dem Gebiet in Acht nehmen. Ich würde empfehlen, dass du dich dicht an den Asteroiden hältst. Sie scheinen ein hervorragender Indikator dafür zu sein, wo dein Schiff keinen Schaden erleiden wird. Okay, also, das hier ist ein bisschen tricky. Und ja, man muss da Nina schon sehr, sehr gut zuhören. Also sie sagt, dass wir uns quasi an den Asteroiden halten sollen. Hier haben wir eine Kark-Installation. Und ja, die sollen wir umgehen. Und wir halten uns jetzt einfach so ein bisschen hier am Rand auf. Denn wenn ihr... Wir haben das in meinen Vorabvideos schon gesehen. Was war denn da für eine Station? Wenn ihr hier in die Mitte reindonnert, wie auch immer, dann platzt ihr fast instant. Ja, also wir haben hier quasi Blitze, die uns treffen. Die Blitze sind aber nicht weiter tragisch. Es sei denn, es treffen euch 3, 4, 5 hintereinander. Hier links sehen wir schon das Sprungtor. Und hier kommt jetzt leider ein Kark an. Beschützer. Den werden wir uns stellen müssen. Den müssen wir leider auch umnieten. Oh, bloß nicht boosten. Nicht boosten hier. Hier zu boosten ist keine gute Idee. So. So, das war's schon mit ihm. Er hat noch nicht mal was fallen lassen. Kein Loot, kein Nix, ey. Mal gucken. Ups, ich fliege gerade in die völlig falsche Richtung. Hier lang. Ja, das sieht besser aus. Ihr habt da hinten auch noch eine Kark-Installation gesehen. Hier hinten. Und rechts von uns ist auch noch eine. So, ich fliege mal wieder einen Tacken schneller. Aber wie gesagt, immer darauf achten, dass wir in dem roten Bereich mit den Asteroiden bleiben. Das ist hier ganz, ganz wichtig, wenn ihr lebend auch wieder rauskommen wollt. So. Jetzt geht es hier so ein Tick nach rechts. Hier bleiben wir jetzt stehen. Und hier fliegen wir jetzt erstmal in diese Richtung. Genau. Hier müssen wir nur aufpassen, dass wir nicht zu weit nach rechts kommen. Denn sonst prickelt es so schön in unsere Bauchnabel und wir verpuffen einfach. Das wollen wir ja nicht. Leerer Raum. So. Ich setze mir, wie gesagt, hier immer diese Punkte. Das ist tatsächlich am besten. Dann gucke ich mir die Map an, die ja neu aufgedeckt ist. Also hier muss man relativ flach durch. Da dürft ihr jetzt nicht hier oben so rum, sonst. Wurzelt.
Hier hinten haben wir schon das Sprungtor. Das heißt also, ihr kommt rein, rechts, links. Gefahr. Oh, das war nur ein Blitz. Alles gut, es war nur ein Blitz. So, ein Tick weiter nach links. Und hier haben wir es geschafft. Nähern Sie sich der Gondel des Sprungtors. Versuchen Sie eine Messung zu bekommen. Jawohl, Sir. Ah, nicht boosten, nicht boosten. Nein, nein, nein. In diesem System tun wir nicht boosten. Das Schiff wird es uns danken, wenn uns der nächste Blitz trifft. Sie sind in Reichweite. Aktivieren Sie jetzt den Scan-Modus Ihres Schiffes. Habe ich bereits getan, Sir. Sprungtor hat zwei Gondelpaare. Sie dienen unter anderem als Zwischenspeicher für Betriebsdaten. Wir sind immer noch nicht sehr vertraut mit dieser Technologie oder damit, wer sie entwickelt hat. Aber dank jüngster wissenschaftlicher Fortschritte können wir uns einen Reim aus einigen der Daten machen, die wir abrufen können. Es scheint offensichtlich, dass einige der Daten wohl die Koordinaten anderer Sprungtore darstellen. Ob das bedeutet, dass diese Tore in ferner Vergangenheit miteinander verbunden waren, ist reine Spekulation. Vielleicht hatten die Erbauer uns unbekannte Gründe dafür, dass bestimmte Sprungtore eine besondere Kompatibilität aufwiesen. Die große Mehrheit der Daten in diesen Caches bleibt für uns alle ein leidiges Rätsel. Oh ja. Aber es sieht cool aus, ne? Wir haben alles von dieser Gondel erfasst, auf das wir Zugriff haben. Begeben Sie sich nun zu der auf der gegenüberliegenden Seite. Jawohl, Sir. Wird gemacht, Sir. Na, wird schon gut gehen. Oder so. Ja, manche dieser Daten sehen recht vielversprechend aus. Ich bin gerade dabei, all dies an unser Wissenschaftsteam weiterzuleiten. Okidoki. So, jetzt schauen wir hier nochmal. Oh, das sieht natürlich auch cool aus. Wie klein wir sind, ne? Oh je, ich empfange eine besorgniserregende Fluktuation in den Energiesignaturen. Oh je. Was heißt das, Bozo? Oh, wir kriegen Besuch. Jäger. Alles klar. Jäger. Jäger. Die einen immer kicken müssen, ey. Jäger. Jäger. Er ist außerhalb der Reichweite. Wir haben mit dem Schiff nicht so die... Hülle beschädigt. Oh oh. Container. Jäger. Hör auf hier rumzubrutzeln. Jetzt aber. Das lief diesmal nicht so gut. Ja, nee, eher weniger. Ja, es war beeindruckend, wie du dein Können unter Beweis gestellt hast. Egal. Ich hoffe nur, dass diese Aufregung nicht zu einer schwerwiegenderen und unerwünschten Reaktion führt. Das hoffe ich allerdings auch. Nila, unser Wissenschaftsteam hat sich die Daten angesehen, die Nila T. aus dem Cache holen konnte. Wir haben die Untersuchung des Caches von Heimat der Dunkelheit zwar noch nicht abgeschlossen, aber er ist recht offensichtlich das vielversprechendste der Sprungtore. Okay. Trotz der zusätzlichen Herausforderungen in Form der Karg. Gefährlicher, vielleicht. Aber ich fürchte, dass es auch im Meer der Fantasie nicht gut läuft. Der Planet des Systems ist verwüstet und völlig unbewohnbar. Oh je. Vielleicht können die Provinzen, sobald sie ihre Wirtschaft wieder aufgebaut haben, ein wenig Terraforming betreiben. Im Moment
Moment jedoch braucht diese Expedition Sie, um eine sichere Passage für eine größere Flotte zu kartieren, die durch Heimat der Dunkelheit navigieren soll. Sie können Navigationsbarken verwenden, um eine geeignete Route zu ermitteln. Halten Sie sich aber von den Karak-Installationen fern. Ja, auch das... Von den gefährlichen Regionen. Selbstverständlich. Zögern Sie nicht, Ihre Karte zu konsultieren, um einen besseren Überblick über die anstehende Aufgabe zu erhalten. Jo, machen wir. Und wir können ja jetzt, weil wir noch nicht genug Tasten in X4 belegt haben auf unserer Tastatur, können wir jetzt auch Schnelltasten verwenden, um Navigationsbojen und ähnliches zu setzen. Und ja, ich habe gestern da den 0 mit belegt im Stream. Und ich würde sagen, wir setzen hier dann direkt mal eine Boje. Navigationsboje erfolgreich platziert. Man muss sie relativ eng aneinander setzen. Tut man das nicht, wird es für die Mission schwierig. Dann wird das halt einfach nicht getriggert, dass ihr das geschafft habt. Also man muss hier den Raum wirklich schon sehr eng stecken. Und ja. So, nächste. Wir haben, ich glaube, 15 zur Verfügung. Ja, 2 haben wir ausgesetzt, 13 haben wir noch, 15 haben wir zur Verfügung insgesamt. Und wir stecken jetzt quasi den Weg genauso ab, wie wir gekommen sind. Ja. Und danach richtet sich quasi später der Verkehr, der hier durchfliegt. Er richtet sich an nach diesen Bojen, die wir jetzt hier setzen. Wissen Sie, die Gemeinschaft der Planeten dachte lange Zeit, die Karak seien durch ihre gemeinsamen Bemühungen ausgerottet worden. Die jüngsten Angriffe auf einzelne Schürfer und nun auch dies. All das zeugt davon, dass dieser Gedanke zu optimistisch war. Offensichtlich ja. Jetzt weiß ich nicht, soll man hier noch eine setzen? Wir setzen direkt hier noch eine. Oh oh! Man sollte auch immer mit einem Auge im Spiel bleiben, wenn man nebenbei noch fliegt. Während man die Map aufhat. Ist auf jeden Fall gesünder. So. Oh oh, hoffentlich fliegt die jetzt nicht zu weit weg. Das könnte... Ah, geht. Geht, geht. Ich hoffe, das ist okay so. Speichern ist eigentlich auch eine gute Idee. Ich muss mir hier auf jeden Fall wieder angewöhnen, öfter F5 zu drücken. Ich bin gestern Abend schon sehr oft ausgeworfen worden. So, ab zum nächsten. Ihr seht es, also ich mache immer so, ja, um die 25 Kilometer Abstände. Und diesmal hat das mit dem Karak auch gar nicht gut geklappt mit dem Kampf. Also gestern Abend bin ich hier ohne Schaden wieder aus dem System rausgekommen. So, nächste. Dann setzen wir jetzt hier wieder eine. Leerer Raum. Ja, ist ein bisschen tricky hier, aber wenn man es mal geschafft hat, klappt es. Oh, ich habe schon wieder vergessen zu bremsen. Ah, nächste. Ja, sieht doch schön aus. Schaut gut aus. Dann machen wir hier nächste. Für meinen inneren Monk sieht das sehr schön aus. Ja, hier muss man halt, aber die Arbeit, die man hier tut, lohnt sich. Für später auf jeden Fall.
Weil ohne das ist man hier halt echt ziemlich lost. So, dann würde ich sagen, wir gehen langsam nach unten. Jawohl. Wir sind hier auch ziemlich im Nebel. Also der Nebel ist so dicht, dass man hier wirklich kaum was sieht. Hier haben wir schon das Sprungtor. Jetzt kommt die Sicht auch langsam wieder auf die Asteroiden. So, wir setzen wieder ein. Ja, weiter. Dorthin. Let's go. Gefahr. Ah. Oh, ich erschrecke mich immer so, wenn ein Blitz mich erwischt. Aber ihr kennt mich ja. Bin ja allgemein ein wenig von der schreckhafteren Natur. Gefahr. Ah. Mann, warum zweimal hintereinander spielen? Das ist nicht fair. Ich versuche hier gut zu arbeiten. Ja. Muss gerade mal gucken, wie viel haben wir denn noch? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, wir haben noch 6 Stück, das ist okay. Dann setzen wir hier die nächste. Leerer Raum. Wieder so 25 Kilometer. Ja, ich habe langsam ein gutes Auge hier für 25 Kilometer. Wie gesagt, ist ein bisschen mühsam, aber es lohnt sich. Also haben wir später, selbst im Blindflug, dadurch, dass die Navigationsbojen ja. Habe ich hier keine gesetzt jetzt? Doch. So. Dadurch, dass die ja dann nachher auch blinken, hat man Gefahr. hier. Oh. Ja, ich bewege mich ja schon. Hat man hier natürlich dann ein besseres Durchkommen. Und ihr merkt schon, also besser nicht lange an einem Pla Gefahr. Pla Platz stehen. Spiel. Leerer Raum. Warum tust du das? So, und wenn wir das dann geschafft haben, machen wir auch erstmal ein bisschen was anderes. In Vorbereitung auf das, was uns hier später erwartet. Ja, schaut mal. Es scheint, als hätten Zack. Sie eine Route Geschafft. gefunden. Gut Ich setze gemacht, aber Entdeckerin. hier noch eine hin. An alle, vorwärts. Die Expedition wird nun einen wissenschaftlichen Außenposten einrichten. Dies könnte der Beginn einer äußerst fruchtbaren Phase auf unserer gemeinsamen Reise sein. Jo, geschafft auf Anhieb. Das habe ich gestern im Stream wiederum nicht so geschafft. Oh. Jäger. Dafür hatte ich weniger Probleme mit den K. Leerer Raum. Man soll halt kommen. Jäger. Leerer Raum. Jäger. Na, er hat aber uns wenigstens was hinterlassen. Container. Was ist es denn? Er hat ja der Treibstoffkanister. Alles klar. Es war jetzt nicht das Beste an Loot, aber immerhin Leerer Raum. später ganz nützlich für eine Modifikation. Gut, also ich habe jetzt hier noch eine gesetzt. Perfekt, obwohl ich glaube, dass man die Grünen sogar später noch wieder einsammeln kann. Also dass die jetzt gar nicht mehr so wichtig sind. Ja, hier soll man ziemlich viel Stuff liefern, aber wir haben ja noch gar keinen Transporter. Von daher schauen wir einfach mal, wie sich das so entwickelt. Erreiche System, großes Riff. Wir scannen hier auch erstmal. So.
Hier haben wir noch Stationen. Oh, einige Stationen. Das heißt, wir fliegen erstmal ein bisschen dahin, würde ich sagen. Um die mal alle aufzudecken. Denn für das weitere Vorgehen hier in der Heimat der Dunkelheit hätte ich halt lieber eine Barracuda. Das heißt, ich würde gerne hier möglichst viele Aufgaben erfüllen. Wir werden zwischenzeitlich zu Bosota fliegen und das HQ zu unserem machen. Und ja, ich freue mich. Ich freue mich, ich freue mich. Es macht wahnsinnig Spaß. Und die Stationen der Baronen sind einfach schön. Hier haben wir eine Helium-Raffinerie. Das ist nice. Ach ja, es gibt auch noch ein Helium-Raffinerie. Ein Schiffchen zu finden. Illegale Waage auf Drohne entdeckt. Ja. Kurzstrecken. Ziviles Schiff. B. Kurzstreckentransporter. D. Nein. Nicht wieder. So. Ich war nämlich gestern Abend auch jedes Mal zu langsam. Und Container. Wir brauchen den Ruf, weil wir müssen 10 sein, unsere erste Beförderung bekommen haben, damit wir in der Nähe gibt es ein Signaldeck. Damit wir uns die Barracuda auch kaufen können. Tatsächlich. Deswegen müssen wir das jetzt alles so ein bisschen all in one machen. Sind Sie an einem Auftrag interessiert? Kommt drauf an, was hast du denn vor? Boah, das Geld, ey, ich bräuchte es so dringend. Aber ich kann doch keine Systeme hacken. Es tut mir echt leid. Danke. So, jetzt haben wir hier wieder aktuelles Ansehen 1. Hatten wir nicht? Ach, das plus 7 eben war wahrscheinlich beim Bündnis der Worte. Ja, Bündnis der Worte sind wir plus 9. Treibende Provinzen sind wir jetzt erst plus 1. Ja, da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten, Freunde. So. Helium-Raffinerie. Da, die haben wir jetzt schon zu 42% gescannt. Alles klar. Dann gucken wir mal hier die angebotene Mission. Konstruktionsmaterialien, ja. Kann ich im Moment ja selbst nicht. Lagersystem hacken, Stationsmanager gesucht. Abwehrmaßnahme, Stationswert plus 50%. Wir sollen hier. Nein, das können wir auch noch nicht. Wir haben einen Sicherheitsbereich um das inaktive Sprungtor eingerichtet. Jetzt beginnen wir mit dem Bau eines Außenpostens. Erhoffen Sie sich vorerst nicht zu viel. Die Experimente werden bald beginnen, aber die Sprungtortechnologie ist sehr fremdartig und höchst unbeständig. Wir wissen nicht mit Sicherheit, ob wir jemals erfolgreich eine Verbindung erzwingen können, insbesondere ohne Echtzeitkoordination mit unseren Kollegen von Königsthal. Dennoch haben wir mit diesem Sprungtor einen idealen Kandidaten für Experimente. Das Bündnis der Worte ist unseren Cousins in Königsthal gegenüber verpflichtet, sein Bestes zu geben. Diese technischen Wunderwerke haben sich unserem Verständnis bisher entzogen. Irgendwas an der Schnittstelle ist eigensinnig, unerreichbar geblieben. Der letzte Funke. Auf jeden Fall, Entdeckerin. Herzlichen Glückwunsch. Sie haben Ihre Aufgabe erfüllt. Und zwar untadelig. Wir werden Sie in den kommenden Jahren über unsere Fortschritte auf dem Laufenden halten. Und wenn das Schicksal es so will, werden Sie vielleicht eines Tages Ihren Namen in den Annalen der großen Entdecker und Wissenschaftler finden. Will man seinen Namen in den Annalen finden? Ich bin mir da noch ein wenig unsicher. So, wir haben hier ein Bofu-Chemielabor. Oh. Was hat Flirring gemacht? Hier ist irgendwo kriminöser Verkehr. Ich habe ihn doch gerade kurz aufleuchten sehen. Andocken abgebrochen. Da ist er. Kurzstreckentransporter D. Jawohl. Das brauchen wir. So, hier haben wir die Bofu-Produktion. Da hinten haben wir übrigens auch ein Sprungtor.
Hier haben wir eine Produktionsanlage. Wer mein Infovideo gesehen hat zu den Modulen, wird dieses Modul auch direkt erkennen. Assistentin, Sie müssen meine Abwesenheit bei Ihren jüngsten Erkundungen entschuldigen. Es ist nur, ich war recht vertieft in meinen eigenen Beobachtungen. Was sagte Numan Karet? Bis wann will das Bündnis der Worte seine Experimente abschließen? Naja, der Expeditionsleiter hat angedeutet, dass er uns in den nächsten Jahren auf dem Laufenden halten wird. Was? Jahre, sagten Sie? Das ist ziemlich enttäuschend. Ich hatte gehofft, sofort zu Ihren Experimenten beitragen zu können. Nun, da Sie ohnehin Aufgaben im boronischen Raum erledigen, würden Sie mir vielleicht bei meinen persönlichen Nachforschungen behilflich sein? Seit meine Tentakel zum ersten Mal die wissenschaftlichen Geräte in dieser Forschungseinrichtung erfassten, bin ich vom großen Riffnebel völlig fasziniert. Wissen Sie, ich habe mehrere Neutronensterne identifiziert. Magnetare in der Tat, die auf seltsam spezifische Weise pulsieren. Einer könnte eine Anomalie sein. Zwei könnten ein Zufall sein. Aber ich habe bereits einen möglichen Dritten identifiziert. Ich brauche sie, um meine Beobachtungen zu überprüfen. Unabhängig. Zu diesem Zweck habe ich eine Liste von Positionen in großes Riff zusammengestellt, die Sie für mich aufsuchen müssen. Bitte verzeihen Sie mir, wenn ich etwas erregbar erscheine. Es besteht die Möglichkeit, dass dies auf eine Entdeckung von unermesslicher Bedeutung hinweisen könnte. Danke für Ihre Hilfe. Usuta hat mich über deine spannenden Pläne informiert. Ich möchte dich begleiten. Ehrlich gesagt, ich akzeptiere kein Nein als Antwort. Das Bündnis steckt mitten in den Vorbereitungen. Ich muss sagen, die Flut an wissenschaftlichem Jargon lässt mich kalt. Ich ziehe Taten vor. So, 75% gescannt, alles klar. Gut, das machen wir auch, das potenzielle Gebiet von Interesse. Setzen wir auch erstmal auf inaktiv. Machen wir dann aber auch entsprechend. Ah, hier gibt es ja überhaupt nichts. Zerstöre Lasertürme. Könnten wir vielleicht annehmen. I don't know, ob wir das schaffen. Na gut, wenn Sie denken, dass Sie das schaffen. Nein, aber egal. Wir probieren es einfach mal. Aber erst in der nächsten Folge. Und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Schaut euch auch die anderen Videos auf meinem Kanal an. Und wenn euch gefällt, was ihr seht, würde ich mich über ein Abo natürlich am meisten freuen. Beim Abonnieren, Glocke aktivieren nicht vergessen. Und schaut, wie gesagt, auch gerne mal bei Twitch vorbei unter Shazadi-Spiel. Da streamen wir im Moment auch ausschließlich X4 Foundations. Und ja, würde mich freuen, euch da mal zu sehen. Dann bis zur nächsten Folge. Habt bis dahin eine schöne Zeit. Eure Shazadi. Ciao, ciao.